ich bin jetzt wieder euer Charlie. Wir gehen heute wieder in die Pilze. Und wir haben jetzt auch eine schöne Mannschaft beisammen, die jetzt also mit exkursiert. Und auch ein wunderschönes Wetter. Es ist ein bisschen warm, aber das soll uns nicht abschrecken. Pilze stehen auf jeden Fall im Wald. Und ich lade euch ein, jetzt mitzukommen. Viel Spaß dabei. Ciao erstmal. Ja, das Sauerland, das ist also sehr gebirgig. Und das heißt also, da müsste man Berge rauflaufen und da haben wir jetzt keine Lust. Wir werden jetzt Trick 17 machen und zwar eine Portion Autos hier unten im Tal abstellen und mit der anderen Portion Autos auf den Berg fahren und dann nach der Exkursion halt eben die Autos abholen, die dann oben geparkt sind, oben auf dem Berg. Ja, so haben wir quasi nur den Berg nach unten und das gibt dann einen schönen Spaziergang und wir brauchen uns da nicht so abzuhetzen. Ja, hier geht es so richtig schön ins Grüne rein, in die Berge, in den Wald. So, wir befinden uns hier also in einem Ausläufer des Naturpark Ebbegebirge. Hier kann man sehen, wir sind hier irgendwo zwischen Bollwerk auf der Mark und wir stehen jetzt hier am Hölterhäuschen bei Holt, gehen dann hier quer durch den Wald runter, Holt bis zu gut Bremicke und Eltinghausen und hier haben wir unser Auto stehen und hier jetzt die anderen. Also das ist eine schöne Strecke durch den Wald. Ja so Leute, dann Pilz auf oder wie man sagt, ne? So, bleibt irgendwie in Rufkontakt zu mir. Ja, dein Blashorn. Nein, mein Blashorn habe ich nicht dabei. So, dann wollen wir mal. Also das ist das potenzielle Zeckenfutter hier. Ja, hier steht schon ein Amanita muscaria, ein Fliegenpilz. Ja, das hier ist ein grauer Wulstling. Ja, was hier viel rumsteht, das sind Kremplinge. Ja, ein schönes Steinpilz. Ja. Leider nicht zu alt, aber manchmal. Kokolüt. An diesen Fichtenstokeln wachsen ein paar Porlinge. Ja, da ist was ganz Rares. Hier wachsen Kremplinge aus dem Tannenzapfen raus. Tschernobyl. Ja, und das war mal ein Steinpilz. Ja. Leider. Oh, eine Marone, ja. Aber leider schon Pilz an Pilz und auch ziemlich alt. Ah ja, gut. Und jetzt sind wir hier wieder in einem Eichenbuchen-Birken-Mischwald. Hier haben wir ein paar Genese quasi alles, was an Laubbäumen gebunden ist. Also könnten vielleicht Stockschwämmchen geben, es könnte vielleicht Birkenpilze geben, ja, es könnten Scheidenschreiben sein, es könnten Pfifferlinge hier wachsen. Aber das müssen wir jetzt gucken. Ja, hier kommt ein Perlpilz raus. Wenigstens noch etwas. So, dann guck mal. Hier riecht es doch quasi nach Pilz. Das ist ein kahler Krempling, den du da hast. Ja, zeig mir mal richtig. So, man kann das gut erkennen. So gekrempelt unten. Das war früher ein Marktpilz. Heute aber nicht mehr. Heute ist ein Tiefpilz. Der löst allergische Reaktionen aus. Oder kann auslösen und wurde deshalb als Giftpilz deklariert. Viele essen ihn aber trotzdem heute. So, jetzt noch. Gehen wir jetzt durch einen Laubholzbestand wieder. Hier könnten wieder Pfifferlinge sein, ne? Aufpassen, Pfifferlinggefahr. Obwohl jetzt für die Jahreszeit sind also die Pfifferlinge nicht mehr so häufig. Hier steht ein saftiger Scheidenstreifling. Das ist gut zu erkennen. Hier in der Draufsicht erkennt man schön die Riefung am Hutrand. So, hier sehe ich mal ganz unten, kann man schön die Scheide erkennen, wo der rauswächst. So, hier stehen lila Lacktrichterlinge. Ja, die sind essbar. Ja, hier wachsen ganz so viele Birkenpilze. Die werden auch jetzt hemmungslos abgeerntet. Ja, hier im lichten Tannenwald stehen auch ein paar Steinpilze. Ja, und hier stehen die Doppelgänger.
die sogenannten Gallertköpfchen, die gerne mit Goldstielien, Pfifferlingen verwechselt werden. Man sieht, die haben überhaupt keine Leisten, sind giftig und sehen quasi von der Optik bad aus wie diese Trompetenpfifferlinge. So, das sind jetzt rauchblättrige Schwefelköpfe. Ich hoffe, das kann man erfassen. Ja, die sind rauchblättrig, das sind gute Speisepilze, die nehme ich natürlich mit. Ja. Hier haben wir eine mit samtiger Hutoberfläche. Das ist auf jeden Fall ein Röhrling. Und was ist das denn? Oh, ein goldporiger Röhrling, würde ich sagen. Ganz gelbes Spiel, ganz gelbe Dings, ein goldporiger Röhrling. Ja, hier, da steht eine Ziegenlippe am Weg. Oletus. Hier stehen auch ein paar Pilze. Ja, das sind Flockis. Flockenstielige Hexenröhrlinge. Die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ja, hier steht ein Riesenokolyt von Steinpilz. Wenn sich den mal anguckt, aber leider ist er auch durch. Den werde ich also nicht abpflücken. Den lassen wir zum Aussporen hier stehen. So, also ich lege mal die Hand da drauf. Das ist auch so ein gewaltiges Biest. So. Jetzt kommen wir wieder aus dem Berg raus. Ja, ich habe ein paar Flockis gefunden. Ja. Ja, so berühmt ist das mit den Stahlbeißepilzen nicht mehr. War ein paar Tage eichtröch, trocken. Stehen sehr viele Täublinge im Wald. Ab und zu auch mal die Steinpilze, sind leider alle madig. Ja, vielleicht finden wir noch mal was Größeres. Mal gucken. Ja, hier stehen Schirmlinge. Ich nehme an, sind die spitzschuppigen Schirmlinge, weil die Schuppen oben spitz zulaufen. Normalerweise ein Indiz dafür. Sind sehr, sehr selten hier. Ich sehe die, ich finde die nicht so oft. Ja, die nimmt der Sven jetzt für die Rede mit. Ja. Da macht sie dann Fliegenpilztee von. Ja, hier haben wir noch ein Marönchen. Ja, solange die so klein sind, haben die auch keine Maden. Da kann man die gut sehen. Ja, wenn hier jemand Kartoffeln gesät hätte, ja, stehen hier Kartoffelbobiste. Da kann man einen durchschneiden von. Die sind also pechschwarz von innen. Na, der ist schon. Guck mal hier. Da sieht man also innen, wie die innen aussehen. Und die riechen so wie schwarzer Lack, wie Lack. Sind also ungenießbar. Ja, hier ist ja wieder die Karawane der Pilzsucher. Ja, wir haben noch nicht so ganz die vollen Körbe, aber wir bemühen uns. Wir bemühen uns sehr. Ja, hier haben wir einen Trüffelhund. Den haben wir schon gesagt, der soll die Trüffel suchen. Der Trüffelhund heißt Balu. Ja, hier steht alles voller Pilze. Anders wie auf der anderen Seite sind wir jetzt an einem Moosstrang. Und hier steht alles voller Täublinge und Haarschleierlinge. Wirklich, alles voll. Das ist Wahnsinn, wenn man hier durchgeht. Alles voller Pilze. Ja, hier steht eine ganze Kolonie grauer Wurzlinge direkt am Wegesrand. Aber die nehmen wir sowieso nicht mit, weil die schmecken nicht so gut. Ja, das Sauerland, das hat hier so seine Postkartenpanoramen. Mein Handy hat mich hier gesprochen. Hier versteckt sich ein Pfifferling. Ja, ja gut, wir haben heute, wen haben wir, September, ja, irgendwo, 28. September, genau. Könnte ja, relativ ein Blutreizger hier. Wenn du den mal anschneidest unten. So, dann hat der rote Milch. Und jeder Blutreizger, ein Reizger, der rote Milch hat oder orange-rote Milch, ist immer essbar. Reizger, die weiße Milch haben, lässt den Finger. Ja. Hier ist ein orange-roter Pfifferling.
Ja, wie leicht man die überlaufen kann. Da war das Sonneneinwirkung. Ich fahre jetzt mal auf diesen Pilz zu. So können die sich also verstecken. Das ist auch ein Pfifferling. Ja, schön Semmelstoppler. Ja, hervorragend. Krause Glucke. Eine riesige Krause Glucke, hervorragend. Ja, hier, das sind Waldblutegerlinge. Ja, den kleinen lasse ich mal stehen. So sehen die aus. Und wenn ich die jetzt anschneide, sind die rötlich. Die laufen so rötlich an. Ja, hier steht alles voll kleine Pfifferlinge. Wir haben hier auch schon Champignons gefunden. Ja, hier wachsen dann die Champignons. Ah, ein Prachtkerl. Hier stehen echte Fichtenblutreizker. Ja, das ist natürlich eine Prachtmarone. Oh, die sind auch so feste. Ja, und da hinten, da steht auch noch eine. Hier wachsen die Pfifferlinge. Ja, die Recken laufen dran vorbei, ist nicht zu glauben. Hier stehen auch wieder Pfifferlinge rum. Ja, trotz der Trockenheit steht der Wald hier doch noch voll Pilze, aber hier sind nur Haarschleierlinge. Ja, so, jetzt haben wir diesen Wald jetzt hinter uns. Wir haben mittlerweile 15 Uhr nachmittags. Wir sind seit 11 Uhr quasi am Sammeln. Und wir beschließen die Sache. Jetzt gehen jetzt also quasi querfeldein zum Auto zurück. Ja. Das ist die Gier. Das ist die Straße im Auto gelassen. Ja, das war hervorragend. Die vollen Körbe hier, trotzdem wie so viele sind. Schau mal. Also wir haben Pfifferlinge, Steinpilze haben wir, Birkenpilze. Ja, wunderbar. Da haben wir noch einen Semmelstoppelpilz. Hier haben wir noch Anis-Champignons. Auch Birkenpilze, Steinpilze, Pfifferlinge. Irene. Und da war eine riesengrause Glucke dabei. Lauf doch da runter. Ja, auch Champignons. Ja, man kann nicht klagen. Ein Sammeltag geht zu Ende. Wir haben alle gut gefunden. Alle sind auch einigermaßen oder auch bis gut zufrieden. Volle Körbe. Habe ich nicht mit gerechnet bei so vielen Leuten. Aber jeder hat so ein, zwei Mahlzeiten gesammeln können. Wir packen jetzt in die Autos. Dann fahren wir da hoch. Und dann ist das für heute wieder vorbei, das Sammeln. Tschüss. So. Sag mal Tschüss hier. Tschüss. 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 Wiedersehen. So. Hallo. Hallo. Bis demnächst.